Mein Name ist Elke Brendel. Ich bin Professorin für Philosophie und Inhaberin des Lehrstuhls für Logik und Grundlagenforschung hier an der Universität in Bonn. Also ich glaube, man kennt mich vor allem durch meine Beiträge im Bereich der Paradoxientheorie und dann aber auch durch Beiträge im Bereich Gedankenexperimenten. Und dann eben in letzter Zeit habe ich sehr viel zu erkenntnistheoretischen Fragen gearbeitet, vor allem zu Fragen nach den Theorien des Wissens. Also das sind so die drei Hauptgebiete. Ja, ein wichtiger Beitrag, der mir auch besonders noch am Herzen liegt, ist eigentlich der Beitrag, der schon sehr weit zurückliegt, wo ich über semantische Paradoxien gearbeitet habe, also speziell über die Lügner-Antinomie. Das ist eben eine Antinomie oder Paradoxie, die entsteht durch einen Satz, der von sich selbst aussagt, dass er falsch ist. Kommt einem jetzt erstmal komisch vor, warum man so einen Satz überhaupt äußern sollte. In der normalen Kommunikation kommt er ja so nicht vor. Aber dieser Satz zeigt eben sehr, sehr viel, nämlich dass offenbar mit unserem intuitiven Verständnis von Wahrheit und Sprache irgendetwas nicht stimmt, dass er zu Paradoxien führt, weil nämlich dieser Satz eben genau dann wahr ist, wenn er falsch ist. Ich habe mir verschiedene Lösungsansätze angeschaut und nachgewiesen, dass eigentlich alle Lösungsansätze, die es so gibt, dass man irgendwie versucht zu zeigen, naja, der Satz ist vielleicht weder wahr noch falsch, man muss so eine Wahrheitswertlücke annehmen. Oder man sagt sogar, es gibt sowas wie wahre Widersprüche in der Welt, also dass alle diese Ansätze letztendlich nicht plausibel sind, weil sie auf der Metaebene wiederum Widersprüche involvieren. Und ich habe dann so eine eigene formal-semantische Lösung entwickelt, so ein bisschen in Anlehnung an die sogenannte situationssemantische Lösung der Lügner-Antinomie von Bowers-Perry, die ja letztendlich die Universalität der Welt, wenn man so will, ablehnt und in der Sätze nur interpretiert werden in Bezug auf sozusagen partielle Welten. Und das hat die Konsequenz, dass der Lügnersatz sich nicht mehr als paradoxal herausstellt, sondern einfach nur falsch ist. Aber die Konsequenz ist eben, dass es sowas nicht gibt mehr wie die Welt als solches, die Welt als Ganzes. Und dass man eigentlich über die Welt als Ganzes auch nicht reden kann. Also das, was ich jetzt gerade tue, steht eigentlich im Widerspruch zu dem, was ich in meiner Dissertation gezeigt habe. Naja, also eine Kritik, die ich natürlich selber schon gesehen habe, dass zwar in bestimmten formalen Details die Lösung vielleicht etwas besser ist als andere, aber sozusagen diese grundsätzliche Idee, dass man über die Welt als Ganzes nicht mehr reden kann, dass das eben viele als problematisch angesehen haben, weil wir tun das ja ständig. Wir sagen, alle Sätze, die sich auf die gesamte Welt beziehen, sind zum Beispiel entweder wahr oder falsch. Oder auch wenn ich sage, die Welt als Ganzes gibt es nicht, dann rede ich ja gerade in diesem Moment über die Welt als Ganzes. Und dann kann man sich natürlich fragen, ja, in welcher Sprache tue ich das? Das sind doch sinnvolle Sätze, die ich hier gerade äußere. Also sozusagen diese metatheoretischen Probleme, die entstehen natürlich auch. Und vielleicht muss man da irgendwie auch mit Wittgenstein sagen, ja, ich rede da zwar drüber, aber ich brauche das sozusagen wie die Wittgensteinsche Leiter, um überhaupt zu dieser Erkenntnis zu kommen. Und das kann ich nur mit Sprache. Und dann muss ich sie aber irgendwie wieder wegstoßen, wenn ich diese Erkenntnis gewonnen habe. Und dann höre ich auf, darüber zu reden. Zum einen meine Beschäftigung mit den sogenannten kontextualistischen Theorien des Wissens. Das sind Theorien, die in den letzten, sagen wir mal so 20, 30 Jahren besonders virulent wurden, weil sie den Wissensbegriff im Unterschied etwa zu dem kartesischen Wissensbegriff eben nicht mehr als einen absoluten Begriff verstehen, sondern als einen kontextuellen Begriff, kontextsensitiven Begriff oder sogar indexikalischen Begriff. Das heißt, wenn ich sage, Anna weiß, nehmen wir mal irgendwie eine Frau Anna, Anna weiß, dass sie Hände hat und du sagst, Anna weiß nicht, dass sie Hände hat,
dann können beide Wissensäußerungen wahr sein, weil du vielleicht einen strikteren oder strengeren Wissensstandard anlegst. Vielleicht denkst du, na, es könnte doch sein, wir sind alle nur Gehirne im Tank und die Außenwelt gibt es gar nicht. Also haben wir auch keine Hände, wir sind alle handlose Gehirne im Tank. Und da Anna diese Möglichkeit nicht ausschließen kann, wir können nicht ausschließen, dass wir keine Gehirne im Tank sind, weiß sie nicht, dass sie Hände hat. Ich hingegen benutze den Wissensbegriff eben nicht in diesem strengen, skeptischen Sinne, sondern so in einem alltäglichen Sinne. Und da würde man sagen, dann reicht es natürlich aus, zu wissen, dass man Hände hat, wenn man auf die Hände schaut etwa. Also können wir beide wahre Aussagen treffen, obwohl du A sagst und ich nicht A. Das war so die Idee dieser kontextualistischen Wissenstheorie. Das wäre eine sehr elegante Lösung für viele Probleme, in die sich Philosophen mit dem Wissensbegriff verrannt haben. Ich habe jetzt gezeigt, unter anderem, dass der Wissensbegriff eben nicht so klarerweise kontextsensitiv ist, wie das die Kontextualisten annehmen, dass es eben klare Asymmetrien gibt zwischen so typischen kontextsensitiven Begriffen und dem Wissensbegriff. Und dann habe ich sozusagen im nächsten Schritt, und das ist dann eben das, der Inhalt dieses Buches Wissen, eine eigene Wissenstheorie konzipiert, die dann Wissen eben als nicht kontextualistischen Begriff versteht, sondern Wissen eben als einen bestimmten, ja, externalistischen, modalen Begriff versteht. Ich habe das methodensicherheitsbasierte Wissenstheorie genannt. Jemand hat Wissen, wenn er eine wahre Überzeugung hat, die auf einer sicheren epistemischen Methode beruht. Und was eine sichere epistemische Methode ist, hängt eben nicht von irgendwelchen Kontexten von Wissen ab, die der Wissenszuschreiber selber an den Tag legt, sondern das hängt extern von den Fakten in der Welt ab. Ich kann nur sagen, wenn wir keine Gehirne im Tank sind, dann ist Wissen über die Außenwelt möglich. Und das ist ja immerhin schon mal etwas. Also das wäre ja etwas, was Descartes etwa nicht behaupten würde. Ja, bei Gedankenexperimenten stellt sich ja die sehr spannende Frage, wie kann es sein, dass man nur durch Nachdenken ganz offensichtlich zu neuen, zum Teil wissenschaftlich revolutionären Erkenntnissen gelangt. Wie das berühmte Gedankenexperiment von Galileo mit den fallenden Körpern. Da musste Galileo nicht am schiefen Turm von Pisa stehen und tatsächlich Kugeln nach unten fallen lassen, sondern er hat alleine durch Nachdenken herausgefunden, dass die aristotelischen Fallgesetze so nicht stimmen können. Also wonach schwere Körper schneller fallen sollen als leichte Körper. Und in der Philosophie ist es auch so, dass man alleine mit gedanklichen Überlegungen bestimmte Theorien entweder unterstützt oder zu Fall bringt oder gar widerlegt. Und die Frage ist eben, wie kann das sein? Und da gibt es eben Philosophen, die dann so eine platonistische Position vertreten haben, die gesagt haben, naja, mit Gedankenexperimenten hat man so eine Art a priorische Einsicht in die eigentlichen Gesetze der Natur. Meine Überlegung war aber eine ganz antiplatonistische. Es ist schon so, dass man durch Gedankenexperimente schon bestehende Informationen nur in einer bestimmten Weise neu gedanklich neu gruppiert, neu arrangiert, sodass man auf diese Weise eigentlich Altes benutzt, um zu neuen Ergebnissen zu kommen. Also das. Und zum anderen habe ich mich daran versucht, einmal Kriterien zu entwickeln, wie man gute von schlechten Gedankenexperimenten voneinander unterscheiden kann. Ja, sozusagen das Interesse an Paradoxien des Denkens, an irgendwie Grenzen des Verstandes oder so. Also ich habe mich einfach schon sehr, sehr lange, auch schon in der Schule, immer für so logische Rätsel und Paradoxien irgendwie beschäftigt und hatte dann eben auch so eine gewisse Affinität auch zur Mathematik. Und so kam es dann eigentlich ziemlich natürlich. Natürlich wurde das dann auch unterstützt durch bestimmte Lehrer, die ich dann hatte, damals in Frankfurt,
an der Universität, dass ich mich dann eben mit diesen logischen, semantischen Paradoxien beschäftigt habe. Und die haben mich dann eigentlich ganz natürlich dann zum weiteren Paradoxien in anderen Feldern geführt, wie eben Paradoxien in Bezug auf Wissen. Und das hat mich dann eben zur Erkenntnistheorie geführt. Aber es waren immer eher so diese systematischen Fragen. Insofern würde ich schon sagen, es gibt da eine gewisse ja, Kohärenz auch in meinen philosophischen Arbeiten, die immer von diesen systematischen Gedanken geprägt waren. Die also so ganz stark sozusagen, ich war immer stark fokussiert auf Paradoxien, Widersprüche des Denkens. Wie lassen die sich auflösen in den verschiedenen Feldern, mit denen sich die Philosophie beschäftigt? Ja, also ich denke, dass man gerade bei diesen Paradoxien, jetzt nicht nur bei den semantischen Paradoxien, auch bei den epistemischen Paradoxien, also Paradoxien in Bezug auf Wissen, dass man da gerade mit den formalen Methoden sehr viel präziser überhaupt erstmal erkennen kann, was ist überhaupt das Paradoxe an diesen Paradoxien. Ein weiterer Schritt, der dann natürlich noch viel, viel schwieriger ist, ist die Problemlage dann nicht nur zu erkennen, sondern das Problem auch zu lösen. Aber auch da sind natürlich die formalen Methoden sehr, sehr hilfreich, weil man sonst eher so an der Oberfläche dann nur kratzt. Und man stellt dann aber auch oft fest, dass gerade in den formalen Details die eigentlichen Schwierigkeiten liegen. Und das ist eigentlich dann auch sozusagen die Aufgabe, das Handwerkszeug von formalen Semantikerinnen, Semantikern und Logikerinnen und Logikern. Aber wenn man dann mal irgendwie eine Lösung gefunden hat oder zumindest der auf der Spur ist, dann ist es etwas sehr Befriedigendes und Schönes, wenn man sich mit einem irgendwie 2000 Jahre alten Problem der Philosophiegeschichte beschäftigt und dann irgendwie so den Eindruck hat, na, vielleicht hat man hier so einen kleinen Forschungsbeitrag geleistet, der ein bestimmtes Ergebnis zeigt, was bisher noch nicht so gesehen wurde. Das ist irgendwas sehr Befriedigendes. Also was man durch Formalisierung erkennen kann, sind erstmal so ganz allgemeine Argumentstrukturen. Das kann einem sehr helfen. Aber natürlich bestimmte Feinheiten, auch vielleicht sowas wie so sprachpragmatische Feinheiten, bestimmte Dinge, die sozusagen zwischen den Zeilen stehen, Dinge, die sozusagen mit gemeint sind. Da muss man sich natürlich darüber bewusst sein, dass man eben bei einer Formalisierung, ja, bestimmte Dinge dann nicht mehr berücksichtigen kann, sondern dass man eher so eine grobe strukturelle Analyse von Texten oder Argumenten nur durchführen kann. Aber ich glaube, da ist sich jeder Logikerin, jeder Logiker auch darüber bewusst, dass es da bei der Formalisierung Grenzen gibt. Und dass sich vielleicht manche Textgattungen, die auch gar nicht so anbieten, sie dann sozusagen mit dem Rüstzeug der formalen Logik zu malträtieren. Ja, also derzeit arbeite ich vor allem zu Arbeiten in Bezug auf die Sense in der Philosophie. Ja, einmal, was sind überhaupt die Sense? Welche Arten von Dissensen gibt es und wie reagiert man auf Dissense, wenn man sich rational verhalten möchte? Natürlich kann man immer auf seiner Meinung beharren, aber es geht ja Philosophen darum, wie man sich sinnvoll rational verhalten soll, wenn man eben solche Dissense feststellt. Gibt es sowas wie fehlerfreien Dissens? Also wo wir eine Meinungsverschiedenheit haben, man aber nicht sagen kann, dass einer im Recht ist und der andere im Unrecht. Also etwa, wenn ich sage, Lakritz schmeckt lecker und du sagst, Lakritz schmeckt nicht lecker, haben wir natürlich in gewisser Weise einen Dissens. Aber man würde irgendwie sagen, der Dissens ist hier irgendwie fehlerfreier, ist nicht substanziell, hier lohnt es sich nicht weiter zu diskutieren. Aber natürlich gibt es viele Dissense, wo es auch so ist, dass jeder aus seiner Perspektive argumentiert, wo man aber nicht sagen würde, ja, hier brauchen wir gar nicht weiter diskutieren, weil sich der Streit irgendwie relativistisch auflöst. Gerade in moralischen Fragen.
Da würde man nicht sagen, naja, okay, wir reden hier eigentlich nur aneinander vorbei, du benutzt deinen Begriff von Moralität, ich meine, hier hat es gar keinen Sinn mehr weiterzureden. Nein, hier hat man schon den Eindruck, hier ist ein genuiner Dissens, hier muss einfach weiter diskutiert werden. Ein sehr spannendes Thema, Pluralismus und Normativität der Logik. Es haben sich in den letzten Jahren so viele verschiedene Logiksysteme entwickelt, die Alternativen zu dieser klassischen aristotelischen Logik darstellen. Auch nicht westliche buddhistische Logiken, Logiken, die von wahren Widersprüchen ausgehen, die offensichtlich nicht so unsinnig sind, wie manche klassischen Logiker glauben, die mittlerweile sehr gut auch entwickelt wurden und die man nicht einfach nur so als absurd irgendwie vom Tisch wischen kann. Und da stellen sich jetzt natürlich die Fragen, ja, was jetzt sozusagen angesichts dieser Pluralität verschiedener Logiksysteme, was sind da die richtigen Logiken? Ist Logik überhaupt noch sowas, wie Aristoteles dachte, sowas wie ein etwas, was unsere notwendigen Denkgesetze vorschreibt? Was sind überhaupt notwendige Denkgesetze? Wenn jedes Gesetz einer Logik durch eine andere Logik auch schon wieder zurückgewiesen wird, in welchem Sinne kann man da noch sagen, dass logische Systeme irgendwie eine normative Kraft haben, wie wir denken sollen, wenn wir denn rational denken sollen? Also was mich sehr fasziniert, sind viele Fragen in der praktischen Philosophie, vor allem Fragen auch nach dem guten Leben, aber auch Fragen zur Umweltethik und vor allem auch zur Tierethik. Damit habe ich mich sozusagen eher als Privatperson sehr intensiv beschäftigt, habe dazu auch Seminare zwar an der Uni mal angeboten, aber dazu nie veröffentlicht. Also ich bin schon seit über 15 Jahren Vegetarierin bis Veganerin. Und die Motivation dafür waren eigentlich ja, ethische Überlegungen. Ich war vor etwa 15 Jahren, hatte ich einen Forschungsaufenthalt in den USA und bin dort mit verschiedenen ja, Philosophen, die sich mit Tierethik beschäftigt haben oder auch Tierrechtsaktivisten zusammengekommen, Tom Regan vor allem, Malin Inge, und habe irgendwie festgestellt, dass ich hier als damals noch Fleischesserin argumentativ da auf ganz, ganz schwachen Beinen stehe, und habe mich da wirklich dann auch intensiver mit tierethischen Fragen auseinandergesetzt und auch gemerkt, dass also diese Fragen sozusagen argumentativ eigentlich überdeterminiert sind. Also nicht nur aus ethischen, sondern natürlich auch aus Umweltgesichtspunkten, aus ökologischen Gesichtspunkten, auch aus gesundheitlichen Gesichtspunkten. Es ist sicherlich angeraten, eigentlich eine vegane Lebensweise zu leben. Ja, also ich denke, es gibt da so ein gewisses Missverhältnis von dem, was die Philosophie akademisch macht und dem, wie die Philosophie in der Öffentlichkeit auftritt. Es gibt sehr, sehr wenige Figuren, die in der Öffentlichkeit eigentlich immer wieder zu sehen sind, die medienwirksam sind und die dann vermeintlich die gesamte Philosophie repräsentieren. Das gibt leider so ein bestimmtes verzerrtes Bild, sind auch oft jetzt nicht unbedingt analytische Philosophen, die so im Rampenlicht der Öffentlichkeit stehen. Und das finde ich etwas schade. Also es wäre schon schön, wenn es da eine größere Bandbreite, eine Variabilität geben würde an philosophischen Positionen, die auch in der Öffentlichkeit diskutiert werden, damit die Öffentlichkeit eben auch sieht, dass es nicht nur diese einzelnen Positionen gibt, sondern dass durchaus auch über bestimmte Fragen kontroverser diskutiert wird, als die Öffentlichkeit das glaubt. Ich denke allerdings auch, dass bestimmte sehr spezielle Fragen sicherlich in der Öffentlichkeit, also spezielle philosophische Fragen in der Öffentlichkeit jetzt vielleicht auch nicht unbedingt etwas zu suchen haben. Es ist ähnlich wie auch in der Physik. Natürlich gibt es sehr spezielle Fragen,
die akademische Physik bearbeitet. Aber trotzdem ist es natürlich wichtig, bestimmte Fragen der Physik populärwissenschaftlich aufzubereiten. Also natürlich bestimmte Dinge, die ich jetzt so treibe, das interessiert die Öffentlichkeit sicherlich nicht. Aber was natürlich die Öffentlichkeit interessieren könnte, ist ja, wie denken Philosophen über Wissen nach oder über Wahrheit? Was unterscheidet Wahrheit von Falschheit, von Unwahrheit, von Lüge? Ist es richtig angesichts unserer Meinungsfreiheit, die wir haben, in der Öffentlichkeit lügen zu dürfen? Das ist jetzt eine der Essay-Fragen der Gesellschaft der analytischen Philosophie, die wir ausschreiben. Also das sind dann natürlich Dinge, die wichtig sind und die man in der Öffentlichkeit diskutieren sollte. Und das setzt aber natürlich voraus, dass man es irgendwie schafft, von dieser etwas abgehobenen, abstrakten Diskussion, die es auch gibt in Bezug auf Wahrheit, Wissen, daraus eine ja, populärwissenschaftliche Diskussion anzustoßen, die für die Öffentlichkeit interessant sein könnte.